Hallo, ich bin Carsten in Schleiden und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns heute gerne ein Stück begleiten. Hintergrund seht, bin ich wieder in der Eifel an einer Trekkingplattform. Die hier kennen wir schon. Das ist die Plattform Nordstern. Und ich bin im Moment mit dem Wolfgang unterwegs. Er hat sich gerade mal die Toilette angeschaut. Ja, wir sind jetzt mit dem Auto bis zum Parkplatz hier in der Nähe gefahren. Also war jetzt nur ein Kilometer nach hier zu laufen. Richtig gelaufen wird erst morgen. Heute ist erstmal ankommen und runterkommen. So, unsere Paläste stehen. Da schläft der Wolfgang. Ja, und um mein Zelt müssen wir erstmal herumlaufen. Ja. Und hier schlafe ich. Jetzt wird mal erstmal Bettchen gebaut. Hinter den Bäumen kann man unsere Zelte sehen und wir haben beschlossen, wir gehen jetzt noch eine Runde spazieren und schauen uns Mollseifen an. 1,8 Kilometer von hier, nicht weit. Nach Mollseifen rein. Die rechte Seite, die alte Schule. Konnte zu Zeiten der belgischen Besatzung, sage ich jetzt mal so, den hat ja Camp Vogelsang, wie es dann später hieß, gehört. Oder die hatten es ja nach dem Zweiten Weltkrieg annektiert. Da konnte hier dann der Häuserkampf geübt werden. Allerdings ist hier mittlerweile fast alles zugemauert im Erdgeschoss, weil hier wohl viel zu viel Vandalismus betrieben wurde. Aber insgesamt schon pervers, was hier getrieben wurde mit dem Dorf. Thank you.
Ah, da hinten durch die Bäume sehe ich schon mein Zelt. Sind zwar aus Wollseifen zurück. Da gibt es jetzt gleich erstmal ein bisschen Abendbrot. Jetzt kochen wir uns unser Abendbrot. Gut Trekking gerichtet. Schauen, ob die diesmal schmecken. Ja, guten Morgen. Der Wolfgang schläft noch. Wir haben es noch vor 7. Ich will noch ein bisschen schlafen lassen. Geh mal ein bisschen spazieren. Weil ich bin schon seit 4 Uhr wach. Und wollte ich nicht mehr liegen. Und hier hinter den Bäumen geht die Sonne auf. So, die Zelte sind nun abgebaut. Der Wolfgang verpackt da hinten noch den Rest. Ja, und dann gehen wir gleich mal weiter. Heute soll es dann jetzt gleich noch zur Burg Vogelsang gehen. Und von da aus dann erstmal Richtung Wolfgarten. Dann später durch Gmünd. Und dann zum Trekkingplatz Nummer 2. Dem Trekkingplatz Land in Sicht. Ja, die erste Nacht haben wir hier gut verbracht auf dem Platz und jetzt geht's weiter. Schauen wir uns erstmal die Burg Vogelsang an. Denk mal, da wird jetzt um die Uhrzeit auch noch nicht so viel los sein. Nicht so wie beim letzten Mal. Ja, ist ja der Eingangs- und Wachbereich der Burg Vogelsang. Ja, wir sind jetzt hier am Hang der Burg Vogelsang. Da unten ist der Ruhrsee und da wollen wir jetzt gleich hin. Über die Viktor-Nels-Brücke geht es dann jetzt über die Ruhr und dann geht es ein ganz schönes Stück noch an der Ruhr entlang am Ufer.
und ein paar Buschwindröschen. Bis Wolfgarten folgen wir jetzt dem sogenannten Wildnis Trail. Auf der anderen Bachseite gibt es noch einen Mini Lost Place, aber das ist richtig verrammelt. Der Weg geht die ganze Zeit hier an dem freundlich plätschernden Bach entlang. Und das bei herrlichstem Sonnenschein. Ja, jetzt sind wir gerade durch Gemünd durch. Und der Weg, der führt uns immer weiter nach oben. Immer weiter hoch. Aber bald sind wir dann am Platz Land in Sicht angekommen. Ja, da unten spielt die F-Jugend gerade Fußball. Wenn noch mal einer sagt, Nordrhein-Westfalen ist flach, dann hau ich dem eine Scharte. Nee. Ja, so langsam wird es eklig. Und wir wollen nur noch am Trekkingplatz ankommen, weil es geht hier schon ganz schön hoch und runter auf dem Weg. Aber macht trotzdem viel Spaß. Also es ist ein sehr schöner Weg. Und wir haben heute sehr viel wirklich schöne Natur gesehen, wilde Natur gesehen. Jetzt freuen wir uns nur noch darauf, endlich anzukommen. Und Tee und Kaffee zu trinken, Zelt aufbauen und dann so langsam den Tag ausklingen lassen. Wir haben es geschafft. Wir sind endlich da. Boah, ging jetzt zum Schluss wirklich nur noch bergauf. Aber jetzt wisst ihr auch, warum der Platz hier Land in Sicht heißt. Ja, guten Morgen. Ja, die halbe Nacht hat es geregnet, aber pünktlich zum Aufstehen, kurz vor 7, hat es dann aufgehört. Hat ein Glück. Dann können wir gleich auch im Trockenen abbauen, aber jetzt gibt es erst noch ein kleines Frühstück. Aber schaut euch das mal an. Das für eine Aussicht am frühen Morgen. Und der Wolfgang rennt mir ins Bild. So, den Platz, den haben wir sauber verlassen. Jetzt könnt ihr euch den Platz hier auch mal anschauen und hinkommen, wenn ihr wollt. Wirklich eine wunderbare Aussicht von hier. Von den drei Plätzen, die ich kenne, ist das sicherlich der am schönsten gelegene. Dann machen wir uns jetzt mal langsam auf den Weg. Auto. Ja, jetzt sitzen wir schon im Auto auf dem Weg nach Hause.
haben eine schöne Tour gemacht. Aber jetzt ist auch gut, dass wir im Auto sitzen. Ich hoffe, euch hat die Tour ein bisschen gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal.